Wie kommt es, gnädige Frau, dass die berühmte Schauspielerin aktiv im Tierschutz tätig ist? Ich bin das schon so lang, dass ich, der Grund ist so einfach zu sagen. Es ist mir eben einfach eine Herzensaufgabe, den Tieren zu helfen und diesen Hilflosesten der Hilflosen so weit beizustehen, als es in meinen schwachen Kräften steht. Gnädige Frau, besteht ein Gegensatz zwischen dem Bund gegen den Missbrauch der Tiere und dem Tierschutzverein? Ja, bisschen ein heißes Eisen, aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich Ihnen sagen, ja, es besteht eine gewisse Eifersucht oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Jedenfalls ist es unbegreiflich, dass warum eine so große Stadt wie Hamburg nicht ein halbes Dutzend Tierschutzvereine hat. Sind Tiere jetzt in der Sommerzeit besonders vernachlässigt, besonders schutzbedürftig? Es ist doch einfach nicht zu fassen, dass die Leute schwatzen und lachen, in ihrem Auto davonfahren und der Hund dann mit hängenden Ohren da sitzt, bis die roten Lichter aus seinem Gesichtskreis verschwinden. Ja, haben denn diese Leute kein Gewissen? Haben sie überhaupt nicht einen Funken Verantwortungsgefühl, wenn sie schon kein Herz haben? Warum schaffen sich solche Menschen Tiere an, frage ich mich.